Meine Damen und Herren, unser nächster Keynote-Speaker arbeitet bei Schaeffler als Director Solution Design, Standards und Collaboration mit den Schwerpunkten Standardisierung, Datenmanagement, Daten und Information. Er ist auch im Beirat im DIN-ANP, Ausschuss Normenpraxis. Und er wird reden über einen Schatz, den es zu heben gilt, über Smart Standards. Herzlich willkommen, Markus Franke. Vielen herzlichen Dank. Ich habe jetzt die ehrenvolle Aufgabe, Sie mit dem Thema Smart Standards in die Mittagspause zu führen. Vielleicht zur Firma Schaeffler. Die Firma Schaeffler ist ein Industrie- und Automobilzulieferer, also von den Anforderungen her, wenn man das Thema Smart Standards dann betrachtet. Und wir sind mitten im Wandel. Also wir sind mitten im Wandel in der Elektromobilität und das ist unsere Herausforderung. Die Firma Schaeffler sitzt in Herzogenaurach, also im Fränkischen, vielleicht an meiner Sprache, mit bekannten Firmen wie Adidas, Puma und auch Fußballspieler gibt es da. Der eine oder andere kennt den Lothar Matthäus. Genau, das ist Herzogenaurach. Immer dann, wenn ich über Smart Standards in meiner Firma spreche mit den Leuten, verstehen die mich nicht. Smart ist alles heute. Alles ist smart, haben wir heute auch schon oft gehört. Dann sage ich, ja, das sind digitale Standards. Dann heißt es ja, aber digital ist doch auch schon abgedroschen. Das ist doch, also man braucht eine andere Erklärung. Und nach vielen Erklärungsversuchen ist es mir gelungen, etwas zu finden, wo ich vielleicht die Anwender besser erreichen konnte. Und es war einfach die Fragestellung, möchtest du zukünftig noch PDF lesen? Das ist die einfache Erklärung, die viele verstanden haben. Und so möchte ich mal einsteigen in das Thema. Im Unternehmen, wenn man mit den Projekten spricht oder wenn die Projekte auf einen zukommen, die haben eine Terminologie, die sprechen mit anderen Dingen mit mir. Die sagen, ich muss mein ASBICE erfüllen, ich muss was mit Autosachen machen, ich muss die M-Bomb aufbauen. Das sind Themen, die eine übergeordnete Bedeutung haben. Und wir haben es jetzt im Laufe der heutigen Vorträge auch schon mehrfach gesehen und gehört, eigentlich spielt die Musik unterhalb, denn unterhalb dieses Eisberges, da sind die Informationen verborgen. Also nicht auf der Ebene, auf der ich spreche, auf der ich mich mit Menschen unterhalte, sondern die liegen drunter. Und Smart Standards bietet für das Umfeld der Standardisierung eben genau diesen Zugang für das, was hier oben wichtig ist fürs Unternehmen und das stellen die bereit. Und das ist die Herausforderung und das Ganze digital, das wäre natürlich dann perfekt und super. Was stelle ich fest, auch heute schon des Öfteren nochmal gehört, wir kriegen keine jungen Standardisierer mehr. Das ist wirklich auch Fakt, auch in einem größeren Unternehmen wie jetzt bei Schaeffler. Ich habe vor 3 Monaten ungefähr einen Werkstudenten gesucht im Umfeld der Standardisierung, bin vorgegangen, habe meine Stellenausschreibung gemacht, habe es an die Universitäten nach Erlangen und auf Nürnberg gepostet und habe 2 Wochen gewartet. Nichts passiert, gar nichts passiert. Dann habe ich mich so an die Kern- und Eckpunkte von Smart Standards mal ein bisschen so reingedacht. Mensch, Digitalisierung spielt da was. Da gibt es was mit Ontologien, da gibt es semantische Netzwerke, die da eine Rolle spielen. Und dann bin ich her und habe diese Stellenausschreibung einfach ein bisschen aufpoliert. Habe die wieder online gestellt und nach 3 Tagen musste ich diese Stellenanzeige wieder rausnehmen aus dem Netz, weil ich so viele Bewerber und auch wirklich richtig gute Bewerber hatte, die ich einfach einstellen wollte. Ich habe jetzt aktuell habe ich 3 Stück, also 3 Studenten, die wirklich zu dem Thema auch der Smart Standards mich unterstützen und da bin ich echt stolz drauf und ich hoffe auch, dass es das gelingt. Und das vielleicht auch als Anreiz für Sie zu Hause, wenn Sie mal so die klassischen Normen suchen, Sie werden da nichts finden, versuchen Sie das Ganze aufzuwerten. Bieten Sie den Studenten Schulungen an, bieten Sie denen Optionen an, bauen Sie denen eine Brücke. Dann können Sie sich auch behalten. Genau. Das Thema manueller Aufwand, hoher Aufwand haben wir schon oft gesehen. Das ist ein Thema, das kann ein Unternehmen nicht mehr stemmen. Es ist gut, dass wir Excel haben. Excel ist geduldig. Aber ich kann nicht alles in Excel verwalten. Funktioniert einfach nicht mehr. Fehlende Transparenz oder das Thema de facto Standards. Wenn es uns nicht gelingt, das Thema Smart Standards wirklich jetzt zügig auf die Straße zu bringen, die Unternehmen helfen sich selbst. Die Unternehmen machen ihre eigenen Standards.
ob das jetzt dann zu Smart Standards und dem Informationsmodell und der Philosophie von Smart Standards passt oder nicht. Die Unternehmen müssen es tun, weil die wollen Produkte verkaufen und die wollen Produkte mit Services und smarten Lösungen verkaufen. Das werden die tun. Und von der Digitalisierung abgehängt, ich denke, das haben wir schon mehrfach auch gehabt. Deshalb engagiere ich mich fürs Unternehmen in der Initiative IDIS. IDIS ist die Initiative für die digitalen Standards. Dachverband ist DIN und DKE. Und das sind viele, viele Unternehmen, auch meiner Meinung nach immer noch zu wenig Unternehmen. Deswegen mache ich auch Werbung und würde das auch heute gern tun. Es sind zu wenige Unternehmen drin, die ihre Use Cases damit reinbringen, also ihre Anwendungsfälle, weil das Thema der Smart Standards einfach so umfangreich ist. Die Mischung mit Verbänden, Behörden und Wissenschaft, das finde ich ganz toll. Wir haben super Kontakte auch über IDIS in die wissenschaftlichen Verbände mit rein, kriegen da wirklich tolle Inputs und die kann man auch wirklich verwerten. Genau, das ist ein bisschen so der Dachverband. Dann ein bisschen zum White Paper 1. Das wurde jetzt schon vor geraumer Zeit veröffentlicht, aber in diesem White Paper 1 ist der Weg beschrieben. Wie komme ich von unten, also von diesem PDF, also ich rede jetzt nicht vom digitalen Dokument, ich hätte hier Papier geschrieben, weil für mich ist PDF auch Papier in dem, im eigentlichen Sinne. Wie komme ich von einem PDF zu einem maschinensteuerbaren Inhalt? Wie gelingt mir das? Welche Möglichkeiten bietet mir das Ganze, abgedeckt über Use Cases? Aktuell befinden wir uns innerhalb der IDIS-Initiative, ich sage mal so, 2 auf dem Weg in Richtung 3. Da glaube ich, haben wir schon eine Vorstellung, was wir da tun können, was wir tun müssen. Und wir haben auch schon Demonstratoren, die man ein Stück weit auch zeigen kann. Die Schwierigkeit besteht aber darin, wenn ich irgendwann mal das Maschinensteuerbare hinten, dieses Herdeziel von Stufe 5 erreichen möchte. Ich muss vordenken. Ich muss vorne bei 2 und 3 muss ich jetzt schon vordenken für das, was später mal kommt. Ansonsten, ich generiere Aufwände, die ich mit adäquaten Mitteln einfach nicht mehr handeln kann. Also wer zu diesem Stufenmodell vom Papierdokument zum maschinensteuerbaren Inhalt dann mehr wissen möchte, der kann gerne in das White Paper 1 reinschauen, runterladen auf der DKE-Seite. Genau. Halt. Falsche Richtung. Genau. Ein bisschen mehr zum Inhalt von dieser Umsetzung. Auf der linken Seite sieht man wieder diese Stufen dieses digitalen Weges und unten die Wertschöpfungskette. Das heißt, von der Erstellung einer Norm bis hin zur Anwendung einer Norm. Wir müssen hier voll umdenken. Das heißt, bereits bei der Erstellung einer Norm muss ich mir Gedanken machen über die spätere Nutzung. Wer nutzt das Ganze? Und da kommen klassischerweise so neue Jobs dann jetzt ins Spiel, die sich dann vielleicht Wissensmanager mal heißen. Das sind diese Jobs, die ich jemanden anbieten kann, der vielleicht irgendwann einmal in das Thema Normung einsteigen will und ihm diese altbackene gedankliche Normung vielleicht nicht so wirklich zusagt. Da gibt es Dinge, die wirklich darüber hinausgehen. Genau. Und gegliedert ist das Ganze, diese IDIS-Initiative, in unterschiedliche Arbeitsgruppen. Insgesamt sind es 3. Es gibt eine Arbeitsgruppe, die sich mit der Strategie befasst. Und es gibt eine Arbeitsgruppe, die sich mit dem Thema der Kommunikation befasst. Denn IDIS ist letzten Endes dann in seiner Intention eine breit aufgestellte Organisation, die auch eine Kommunikation links und rechts, also nach USA und auch in Richtung aller Länder betreibt. Und das ist auch wichtig, weil das haben wir heute auch schon des Öfteren gehört. Es geht nur, wenn alle mitspielen. Nur dann funktioniert es. Und wir als Schaeffler beteiligen uns in der Arbeitsgruppe 2, da wo die Use Cases beschrieben werden. Und innerhalb dieses White Papers 2, das jetzt mittlerweile auch schon veröffentlicht ist, da kann man diese Use Cases, die aktuell in der IDIS-Arbeitsgruppe eben vorliegen, die kann man nachlesen. Ein Teil der Use Cases sind auch von uns zugearbeitet worden. Deswegen ist es meiner Meinung nach genau der Weg, um dieses Thema Smart Standards auf die Straße zu kriegen. Ein kleiner Auszug aus unseren Schaeffler Use Cases, die wir so mit andenken und dann vielleicht auch nochmal, wo beginnen wir, weil man kann sich ja viele Use Cases vorstellen und man findet keinen Anfang und man findet kein Ende. Aber letzten Endes ist es unser
aktuelle Intention, diese Integration in die PLM-Systeme zu gewährleisten. Denn da ist für uns im Entwicklungsprozess das größte Potenzial zu erkennen. Wir haben die Möglichkeiten geschaffen, ohne Zeichnungen Produkte zu konstruieren und zu entwickeln und zu produzieren. Das heißt, wir haben für Teile unserer Produkte überhaupt keine Zeichnungen mehr. Und jetzt komme ich als Normer und sage, kriegst mal das Papier, kannst das lesen. Das passt einfach nicht zusammen. Das heißt, die Industrie ist eigentlich schon viel, viel weiter, als wir in der Normung sein müssten. Das ist die Aussage dann da, genau. Die spannende Frage, wie identifiziert man Use Cases? Wie kommt man an Use Cases dann am Endeffekt dann ran? Also wir im Unternehmen haben eine Methode, die nennt sich Design Thinking. Ich denke, das ist wahrscheinlich auch vielen bekannt, denn diese Methode ist dann userzentrisch. Das heißt, sie befasst sich wirklich mit den Leuten, die jetzt diese Norm anwenden. Sie stellen denen Fragen, das geht über einen geordneten Prozess. Und am Ende des Tages kriegen sie jede Menge Use Cases und sie haben die Möglichkeit, die zu priorisieren. Und sie können auch so eine Art UI, UX-Design machen innerhalb dieses Workshops. Und da gibt es Methoden wie die Disney-Methode. Da kann man Fragen stellen, wie würde die Lösung aussehen, wenn der Vorstand immer Ja sagt. Und da kommen wirklich super tolle Ideen raus. Die Lösung liegt dann in der Regel immer irgendwo zwischendrin. Aber es ist etwas mit einem kreativen Ansatz und es ist wirklich anwenderzentriert. Es kommt immer was Gutes raus. Kann ich also empfehlen. So haben es wir gemacht mit sehr guten Erfahrungen. Genau, jetzt möchte ich mal einen konkreten Use Case mal zeigen, der bei Schaeffler aktuell gerade umgesetzt wird. Also wir haben unseren Wissensmanager, den wir dazu brauchen, den haben wir schon, den habe ich auch, der sitzt da hinten. Also der macht auch die Umsetzung eines solchen Use Cases und die Integration in die Systeme. Wir kriegen unsere Normen, beziehen wir beim VDE-Verlag oder wie auch immer, stellen wir in unser schönes SAP-System rein und da steht das Ding drin zur Anwendung und ich sage, wende jetzt einfach mal an. Wenn man es dann anwenden will, stellt sich da gleich mal die Frage, okay, packe ich jetzt meine Textmarker aus und mache mit unterschiedlichen Farben, markiere ich, was ist eine Anforderung, was ist vielleicht, und dann fängt die Zerlegung schon an. Und ich fange an zu interpretieren, das ist ja das Schlimmste. Aus meiner Sicht, ich interpretiere das Ganze. Wir haben uns dann im Unternehmen eine Third-Party-Solution angelegt, die dieses PDF-Dokument zerstückelt und digital macht. Ist eigentlich mit der Hand durch den Kopf. Ja. Das ist, kann man gar keinen erzählen, aber wir müssen zu solchen Methoden greifen. Das heißt, wir haben Papierdokumente digital gemacht und haben sie dann in unsere, also händisch zerlegt, und haben sie dann in unsere Requirement-Systeme reingespielt, weil da müssen sie rein, da muss ich es nachweisen. Auf Ebene der Requirement-Systeme kommuniziere ich mit unseren Kunden draußen, weil da werden Daten ausgetauscht über Requirement-Systeme. Gut. Habe ich gemacht, einmalig eine Bibliothek aufgebaut, die Requirements sind drin, ich habe sie kommentiert, was bedeutet das fürs Unternehmen, was bedeutet das für welche Produkte, und dann können die Projekte sich aus diesem Fundus bedienen und können ihre Projekte abarbeiten. Alles gut. Aber was passiert, wenn ich jetzt eine Änderung kriege? Dann beginnt der ganze Prozess ja wieder von vorne. Das heißt, ich muss ja schon mal rausfinden, was hat sich geändert, ich gehe wieder in die Systeme. Also das ist ein Prozess. Da beschäftigt mir mittlerweile 5 Leute dafür, nur für diesen Prozess. Das heißt, das Problem liegt ganz vorne, es liegt ganz vorne an dem PDF, an der Norm. Ich habe die Norm nicht smart, ich habe die Norm nicht digital im Zugriff. Das heißt, ich als Firma ziehe eigentlich das Thema digitale Standards hinterher. Ich bin schon ein paar Meter weiter, aber ich habe die Möglichkeiten nicht und deshalb habe ich diese Probleme und das ist einer der Use Cases, den wir gerade zusammen in der IRIS-Arbeitsgruppe auch aufbauen. Genau. Und empfehlen möchte ich diesen Workshop Nummer 3 heute Nachmittag. Da bin ich auch drin, der Damian Czarny ist mit drin und noch viele, viele andere. Und da können wir dann gerne auch noch vertieft über Fallstricke reden, weil die IT-Infrastruktur muss dazu passen. Das muss ja alles austauschbar sein. Und das wäre jetzt so meine Empfehlung. Also für alle, die den Workshop gebucht haben, können mir gerne auch dann heute Nachmittag Fragen stellen zu dem Thema Smart Standards. Soweit wäre ich dann. Vielen Dank für diesen kurzen Einblick.